Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, es ist wieder viel geschehen und es gibt viel zu erzählen. Und wir fangen direkt mal an, würde ich sagen. Mittlerweile bin ich hier auf Stufe 279 und habe hier wieder meinen Harry ausgerüstet und meine alte Rüstung, da ich ja jetzt wieder mit Ehre raufgehe, so in etwa würde ich jetzt mal sagen. Und mal gucken, wie es momentan hier aussieht. Ich bin momentan auf Platz Nummer 11. Ich gucke mal, was sich da heute noch machen lässt. Ich denke, der Bonaventura, der wird noch ein bisschen dran glauben müssen, denn gegen den habe ich immer sehr gute Chancen gehabt und der gibt mir auch noch sehr gute Punkte. Da werde ich vielleicht noch ein paar Mal angreifen. Mal schauen. Und dann ist ja in 2 Stunden ist es ja auch so, dass ich dann auch nochmal den Bonus mitnehmen kann. Und ja. Und dann zum nächsten Punkt. Ich habe das Team Evolution verlassen. Aus gutem Grunde, da ich nämlich jetzt etwas kürzer treten werde. Und ja, was heißt kürzer treten? Ich spiele zwar trotzdem noch sehr aktiv, sagen wir mal, aber eher stressfreier, sage ich mal dazu. Ja, eher stressfreier, könnte man sagen. Also es kann halt sein, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag unbedingt alle Trains schaffe zu spielen oder nicht unbedingt die ganze Energie runterballern werde oder sowas. Also da werden dann auch mal Abstriche gemacht, denke ich mal. Denn so ein bisschen ruhiger heißt halt, ja, dass ich da so ein paar Einschränkungen halt habe. Und ja, mal gucken, wie es dann halt weiterhin vorangeht. Es wird trotzdem weiterhin gut vorangehen. Ich bin immer so oft online, wie es mir möglich ist. Und mal gucken. Ja, wie gesagt, ich bin wieder bei den Donut Hunters. Und ja, die suchen natürlich auch noch Mitglieder. Das ist ja ganz klar. Wenn ich da von irgendjemandem die Interesse wecke, der für dieses Team hier vielleicht Interesse zeigt, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin hier auch mit unter anderem Berater, aus gutem Grunde direkt Berater geworden, aus gutem Grunde, weil ich auch früher, also was heißt früher, vor einigen Monaten, ist ja noch nicht lange her, letztes Jahr, um genau zu sein, war ich ja noch bei den Donut Hunters und habe da auch in der Vergangenheit das Spiel angefangen. Die gute Juna hat mich ja darauf auch gebracht, dass ich hier Hero Zero spiele. Da habe ich ihre ersten Let's Plays gesehen und habe dann selber auch angefangen und auch selber Let's Plays angefangen zu machen. Und ich habe dieses ganze Team hier natürlich auch mit ausgebaut und ordentlich was mit reingesteckt. Und da hieß es dann sofort, ja, komm Tobi, hier, du kommst wieder als Berater mit rein. Da wurde ich heute gefragt und aber auch das Ganze aus gutem Grunde, weil die Juna ist jetzt jetzt irgendwie eine lange Zeit lang nicht so sehr aktiv und da ist es besser, wenn noch ein Berater mehr dabei ist und da habe ich gesagt, gut, da kümmere ich mich um die Bandenkämpfe und um die Angriffe, das ist gar kein Problem. Ja, leider konnte ich mich heute noch nicht melden hier zu den Angriffen, weil ich ja gerade neu dazugekommen bin. Schade eigentlich, aber das macht nichts. Ab morgen bin ich dann wieder voll dabei. Ja, Donuts ist auch dann so eine Sache, die werde ich hier weiterhin auch spenden für das Team, denn die werde ich jetzt nicht unbedingt mehr brauchen, denn ich wüsste nicht, wofür ich sie ausgeben soll, da ich die ja immer für die Booster ausgegeben habe, die Donuts. Dass ich so auf 50-50 spiele, 50-50-25, das brauche ich nicht mehr. Ich lasse den einen Booster hier noch auslaufen, der geht noch bis zum 8.4. Und dann werde ich auch auf normale States-Fähigkeiten weiterspielen und dann kommt hier weiterhin zugute die Donuts in das Team. Da habe ich auch heute schon meine 49 Donuts, die ich noch hatte, die ich irgendwann vorletzte Woche erspielt hatte. Also von 2 Wochen her ungefähr. Ich habe zwischendurch so viele Donuts erspielt. Also die waren auf jeden Fall nicht gekauft. Die waren auf jeden Fall erspielt. Und da kommen ja auch pro Woche mindestens an die, ja, wenn man es hochrechnet, wenn man gut dabei ist, denke ich mal, um die 20 Donuts immer rein. Und ja, da dachte ich mir, komm, die spendest du jetzt nochmal. Hatte davor natürlich in der Vergangenheit auch schon einige Donuts gespendet.
Das waren auch um die 200 rum. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber das ist ja auch egal, wie viel man da gespendet hat oder nicht. Immerhin trage ich einen guten Teil damit bei, diesem Team hier geholfen zu haben. Und ich bin ja auch ein, ja, großes, magisches Teil so gesehen dieses Teams. Und ja, mal schauen, wie das Ganze hier noch weiter wieder vorangeht. Ich bin da, denke ich mal, guten Gewissens, dass das gut vorangehen wird. Ja, ansonsten habe ich hier jetzt meine erste Viertelmillion zusammen, könnte man sagen. 24 Mille und 900.000. Es fehlt nicht mehr viel, dann habe ich die 25 Mille. Ja, und dann sind es ja nur noch 75.000, die ich sparen muss. Könnte noch ein paar Wochen dauern, aber kriege ich denn auch noch irgendwann hin? Ja, dann gucken wir mal kurz in die Werkstatt. Gucken wir mal kurz hier ins Heldenversteck. Und hier ist es natürlich so, dauert immer noch 6 Tage. Ich kann hier weiter leider nichts machen. Und dann wird es auch noch mal ein paar Tage dauern, bis ich dann hier umgebaut habe, Verteidigungsstelle und Generator und dann die Werkstatt hier hinbaue. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis ich da also richtig in den Genuss komme, sage ich mal. Aber Werkstatt habe ich natürlich auch auf meinem anderen Server, auf Server 14, natürlich schon ausgebaut und habe auch schon ein bisschen was hergestellt, zeige ich euch dann gleich noch. So, und hier hat mir die Cinderella hat mich gerade angegriffen, hat mir ein paar Punkte dazu gegeben. Dann werde ich noch mal eben gucken, dass ich mal einmal einen Start hier, einen Angriff auf den Bonaventura starte. Ja, der zieht auch ganz gut rein, aber kann mir noch nicht gefährlich werden. So, der gibt richtig gut Punkte und damit bin ich wieder ein Stück weiter. Hat das jetzt nicht aktualisiert? Ah, doch, hat aktualisiert, okay. Ja, Stufe 11. Ich muss jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, in Rang 10 sein, aber es wäre schon schön. Irgendwo wäre es schon schön. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Also ich sag mal, ich sag ja schon, habe ja schon vorneweg gesagt, stressfreies Spielen, wie immer. Und ich versuche so gut wie möglich hier beizubleiben, wenn ich auch Platz 11 oder was weiß ich, wenn ich auch Platz 20 werde oder irgendwas, das ist gar kein Problem. Also Top 10 muss nicht unbedingt sein, wenn ich da nicht mithalte, aber soweit ich halt gut dabei sein kann, werde ich auf jeden Fall gut mit dabei zusteuern, einen guten Platz zu erhalten. Jo, so sieht's aus. Hier bei Erfahrung könnte es noch ein bisschen besser aussehen, aber ich denke mal, da wird auch noch einiges kommen morgen an Erfahrung und da werde ich, denke ich mal, knapp unter Top 100 bestimmt noch, denke ich, noch reinkommen. Da gehe ich ganz stark von aus. So, ich habe ja schon wieder von letzten Wochenturnier hier meine 5 Donuts mitgenommen. Die werde ich auch direkt gleich nochmal spenden hier. Oh, und meine Nase, eieiei, die juckt heute richtig. Und zwar habe ich ein ganz großes Problem. Ich habe so eine Pollenallergie. Und sobald der Frühling rauskommt und jetzt die ersten, ja, wie soll ich sagen, die ersten Bäume anfangen zu blühen und alles, dann geht es bei mir in der Nase richtig los und ich bin die ganze Zeit am Jucken und ach, die Nase, das ist Wahnsinn und am Niesen. Also, das ist schon richtig heftig. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, dass ich etwas andere Stimme habe, aber da muss ich irgendwie durch. Ich versuche das die ganze Zeit irgendwie zu unterdrücken, aber es ist echt schwierig. Joa, dann hier nochmal die kleine Spende, die 5 Donuts. Und dann gucken wir mal weiter. Angriff habe ich jetzt erstmal alle gemacht, soweit. Ansonsten noch irgendwas sich geändert hier. In Sondereinsatz bin ich momentan hier stehen geblieben. Ich habe hier jetzt mittlerweile alle bis auf die Hälfte gespielt. Die drei hier muss ich noch. Und dann habe ich sie auch auf der Hälfte, soweit. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, das wäre es soweit hier von Server 12, wir gucken noch eben drüber auf Server Nummer 14. Da kann ich euch schon mal ein paar Kleinigkeiten zeigen. Für diejenigen, sage ich jetzt mal, die Werkstatt noch nicht kennen oder noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht haben.
Für die wäre das jetzt vielleicht wichtig, sich das anzuhören. Und da gucken wir mal. Und zwar habe ich das so gebaut und so wird das hier auch bleiben. Wenn keine anderen wichtigen Räume noch dazukommen, wird das Bild erstmal so bleiben. Ich weiß noch nicht, was ich hier reinbaue. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es so. Mir ist es jetzt ganz wichtig, dass ich hier die Versteckzentrale erstmal richtig schön raufbekomme. Habe ich auch schon auf Stufe 12, dass ich hier ordentlich Gold schaffeln kann. Das ist mir am wichtigsten auf jeden Fall, weil Gold ist ja immer das Wichtigste hier. So gesehen im Spiel. Man braucht ja für alles Gold. Und das ist sehr wichtig. Erfahrungspunkte sind mir auch wichtig, aber nicht so doll wichtig. Daher lasse ich das Ganze ein bisschen eingeschränkter und werde es irgendwann hinterherziehen. Was mir dann ja auch nicht ganz so wichtig ist, wäre jetzt nicht unbedingt die Werkstatt, aber ich will sie schon hochpäppeln, sage ich mal. Aber es kostet halt auch sehr viel. Bin jetzt gerade dabei, hier Münzen zu sparen, die 50.000, und dann werde ich hier wieder einen Punkt weiter hoch. Also werde ich ein Level weiter hochstufen. Ja, das Ganze habe ich so gebaut, aus gutem Grunde, dass die XP-Farm und die Produktionswerkstatt hier direkt durch den Generator auch gefördert wird und das Ganze schneller abhanden kommt und dass das Ganze auf jeden Fall schneller gefördert wird. Natürlich muss ich den Generator auch noch hochbauen und hochstufen und das dauert alles noch. Hier ist alles noch auf kleinem Niveau hier, das Ganze. Alles so um den 5er, 4er, 3er Bereich. Alles so klein gehalten. Ich habe bisher mich wirklich nur um die Versteckzentrale hier gekümmert. Und so wird es auch erstmal, denke ich mal, noch bleiben. Zwischendurch ab und zu mal die Werkstatt und ansonsten die Versteckzentrale. Und hier kommen ja auch richtig tolle Modifikationen raus. Die Modifikation kann man jederzeit hier herstellen. Bringt jetzt vielleicht noch nicht viel, weil das ist noch so niedrig und das bringt halt nur sehr wenig Attribute dazu. Trotz alledem habe ich schon ein paar hergestellt, nur um sie euch zu zeigen. Für die, die es noch nicht kennen, habe ich einfach mal 3 Stück hergestellt. Ich dachte mir, alle guten Dinge sind 3 und kann da mal zeigen. Nur das Problem ist, ich habe leider keine einzige Ausrüstung, wo ich das ausrüsten könnte. Da habe ich hier noch gar keine. Da sehe es, da würde es auf dem Server 12 anders aussehen. Da habe ich schon so einige Rüstungen mit Slot, aber leider keine Werkstatt. Ja, hier zum Beispiel die Sonnenschutzblende ist eine Modifikation gewöhnlich. Macht die Attribute Kondition und Grips hinauf. Ja, diese Modifikation kannst du an eine Maske mit einem Modifikationsplatz anbringen. Ja, zum Beispiel für eine Maske, genau. Ich habe die jetzt auch nur hergestellt, weil man sieht ja auch, man kriegt einen Verkaufspreis dafür. Für die Dinger. Und ich meine, die kriegt man hier so gesehen für lau. Die kosten fast gar nichts. Hier so ja, ein bisschen Superkleber und Zyronit, das ist ja quasi nix hier. Das habe ich ja dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal am Tag drin. Das ist ja noch nicht mal, das ist ja lächerlich, ist das. So, und wenn ich das starte und dann sage ich jetzt mal, warte eine Stunde, dann kriege ich so eine Modifikation und verkaufe die für 400. Und ja, habe ich dann 2 verkauft, dann habe ich auch schon wieder 1000. Das ist für mich hier für so einen Anfangscharakter auf Stufe 74 ist so 1000, 2000 Gold schon relativ viel, finde ich. Also man kriegt auch wirklich für die PvPs auch nicht wirklich mehr, wenn du hier irgendwie mal gewinnst oder so. Das ist auch noch nicht wirklich viel. Da hat man von den Modifikationen wirklich mehr. Muss man ehrlich mal sagen. Und ich finde das auch ganz gut so. Joa. So werde ich das auch dann ab und zu ein bisschen mitnehmen. Mal gucken, die werden ja dann auch bestimmt teurer. Umso höher die gestuft ist, werden natürlich die Verkaufspreise auch höher oder die Modifikationen natürlich auch stärker. Das ist ja ganz klar. Und ich sehe gerade was. Hier haben wir einen Umhang. Haben wir hier irgendwas, was den Umhang erhöht? Kannst du einen Anzug mit Modifikationen, den Anzug und an Schuhe. Anzug, Schuhe und. Leider nicht. Schade. Aber den Umhang könnte ich mir schon mal mitnehmen. Aber ja, ob das jetzt wichtig ist, könnte ich eigentlich mal so mitnehmen zum Spaß und einfach mal modifizieren. Wenn ich dann eine Modifizierung dafür bekomme, dann kann ich die hier einfach schon mal in den freien Platz reinpacken. Das, so als kleinen Char bringt mir das ja hier eigentlich schon was.
würde ich jetzt mal sagen. Ich hätte jetzt auch warten können, sage ich mal, bis ich da irgendwo was umsonst hinterhergeschmissen kriege. Aber ja, gut. So, das Geld haben wir ja direkt auch wieder hier drin. Ich werde die ja jetzt hier auch verkaufen. Die kann ich ja sowieso momentan nicht gebrauchen. Da werde ich dann auch mir wieder stärkere herstellen. Das war jetzt nur mal so zum Zeigen. Und ja, für den Selbstgebrauch werde ich dann, wie gesagt, selber welche herstellen. Und dann mal schauen. So, hier habe ich noch 10 Trainingseinheiten. Okay. Das sieht ja sehr, sehr gut aus. So, hier habe ich alles abgeerntet. Das sieht gut aus. Das ist sehr gut. Booster spiele ich hier überhaupt nicht, weil ich hier ja sehr inaktiv bin. Also, was heißt inaktiv? Ich spiele ja schon meine 100 Energie am Tag. Das ist schon relativ viel. Und ja, ein paar Trainingseinheiten pro Tag nehme ich dann halt auch immer mit und gucke, was ich hier und da so machen kann. Und da ich ja jetzt auch auf Server 12 ein bisschen kürzer trete und ein bisschen weniger spiele, werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hier auf Server 14 verbringen. Mal gucken. Da werde ich mir noch überlegen, wie ich das mir so einteile. Joa, ansonsten würde ich sagen, kriege schon wieder einen leichten Frosch im Hals. Würde ich sagen, wäre es das schon mal wieder für diese Folge. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.